Weiter geht's mit Song of Horror und ich muss am Anfang mich direkt gleich mal einmal entschuldigen, weil ich gesagt habe, in den vorangegangenen Folgen, das wäre der Keller, in dem Daniel verschwunden ist, aber das ist das ja gar nicht. Der Keller, in dem Daniel verschwunden ist, der grenzt nämlich an im Esszimmer. Beziehungsweise das Zimmer hinterm Esszimmer, wo wir gerade nicht reinkommen, wo dann eine Tür war, die da eigentlich gar nicht hätte sein dürfen. Und ich habe auch noch mal in meinen vorangegangenen Videos selber mal eben geguckt. Die Hausnummer 4 ist auf jeden Fall richtig für das Rätsel. Saul ist 7 Jahre alt. Aber die Zahlen von den Gemälden, das müssen dann andere sein. Das heißt, wir müssen irgendwo noch ein anderes Gemälde finden. Deswegen würde ich sagen, wir gucken einfach mal, ob wir nicht irgendwo was übersehen haben. So, die Garage hatten wir erst noch durchsucht. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Ja, in dem Flur zwischen Küche und Esszimmer, ob da noch was liegt. Küche waren wir erst. Den Lagerraum und den anderen Raum dahinter waren wir auch erst. Und im Esszimmer gucken wir auch noch mal, ob wir da nicht irgendwo was übersehen haben. Weil irgendwo muss ja noch was sein. So, was haben wir da? Familienfotos in Schwarz-Weiß. Ich kann nichts erkennen, ganz verschmutzt. Ja, dann mach doch mal sauber. Einmal mit dem Ärmel eben drüber, dass du so einen groben Fleck eben da sauber hast. Ich würde bequem unter diesen Tisch passen, wenn ich mich nicht wenn ich mich verstecken müsste. Porzellanfrüchte. Und da ist auch noch was. Der Tisch ist für vier Personen gedeckt, aber sie scheinen die gegessen zu haben. Da sind die Gemälde, da ist das. Ansonsten sehe ich hier nichts. So, den Flur. Da was? Ne, das ist, glaube ich, nur der Fenster. Ich möchte mich verstecken. Hier muss doch noch irgendwo was rumliegen. Äußerst edles Geschirr. Ansonsten versuchen wir mal in den Raum reinzukommen, der hier ans Esszimmer angrenzt. Ich brauche einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Dieser Schlüssel passt in das Schloss. Aber wirklich, wir hätten jetzt die ganze Zeit die Tür aufmachen können. Okay, da liegt was. Oh, wirklich. Ein Flachkopfschraubendreher. Es sieht so aus, als hätte er schon bessere Tage gesehen.
Den nehmen wir natürlich mit. Auf dem Tisch herrscht das reinste Chaos. Zigaretten, Bücher, Gläser, alles liegt verstreut. Ein Plattenspieler mit einer Platte von Vivaldi, bereit abgespielt zu werden. Ich bevorzuge Chopin, aber trotzdem keine schlechte Wahl. Ich bevorzuge die Beatles. Oder Led Zeppelin. Gerne auch CC Top. Guns N' Roses oder Deep Purple würde ich auch noch nehmen. Der Geruch von Tabak, Schädel, Waffen an der Wand. Ich glaube, deshalb fühlt sich der Raum für mich so trostlos an. Da haben wir eine Notiz. Ich habe gestern eine andere Tür gesehen. Julia, ich habe gestern eine andere Tür gesehen. Als ich am Esszimmer vorbeiging, hörte ich plötzlich die Musik aus Papas Spieluhr. Als ich hineinging, sah ich die Tür. Ich bin losgelaufen, um es Mami zu sagen, aber als wir zurückkamen, war sie weg. Sie hat mich geschimpft, weil ich mir angeblich Dinge ausgedacht habe. Das ist nicht fair. Ich habe die Wahrheit gesagt. Hier war eine alte Tür, die anders war als alle anderen. Es steckte sogar ein Schlüssel im Schlüsseler. Wenn ich sie noch einmal sehe, gehe ich rein und lasse die Tür offen. Dann wird Mami mir glauben. Saul, ich habe die seltsame Tür gesehen, von der Julia geredet hat, die vorher nicht da war. Mami war sehr böse und hat Julia immer weiter angeschrien. Ich möchte nicht, dass sie streiten. Die Tür macht mir Angst. Ich verstecke den Schlüssel im Puppenhaus und werde die 5 Puppen verstecken, auch wenn sie dann böse auf mich sind. Ich werde sie wieder hervorholen, wenn Mami und Julia die Tür wieder vergessen haben. Eine hat Hunger, also macht ihre Freundin das Abendessen, weil es in der Küche gut riecht. Eine andere liest, während ihre Schwester ein Bad nimmt. Die hässliche Puppe bewacht die Tür. Ich kann sie nicht leiden. Okay, die hässliche Puppe bewacht die Tür. Das heißt, hier die Tür oder welche? Oder alle in der Küche? Schädel an der Wand? Geruch von Tabak? Jetzt, wir müssen hier jetzt auch noch Puppen. Fuck you. Fuck you. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was passiert da? Daniel. Is that you? Das ist nicht Daniel. Oh fuck! Ganz schnell, Are. Etwas versucht hereinzukommen. Verhindere, dass sich die Tür öffnet, um Kraft zu sammeln, drücke wiederholt auf A. Sobald du dich stark genug fühlst, um gegen die Tür zu drücken, um sie zu blockieren, drück auf RT. Da kannst du direkt mal ein Türkeil unterschieben, damit die Tür gar nicht mehr aufgeht. Zum Glück hast du es diesmal geschafft. Du bist vorerst sicher, aber bleibe weiterhin auf der Hut. Was auch immer das war, es könnte noch im Schatten lauern. Bei bestimmten Ereignissen hast du die Möglichkeit, in Räumen, die du bereits untersucht hast, an Türen zu lauschen. Denke immer daran, besonders vorsichtig zu sein. Es könnte dein Leben retten. Oh Gott! What the hell just happened? What was pushing that door? Ja, wer hat gegen diese Tür gedrückt? Das schien ja mehrere zu sein. Oh Gott! Können wir uns hier nicht... Hier, jetzt schnell verstecken! Da ist sicher. Gott, dann dürfen wir jetzt nicht. Wir können nach oben.
Wir könnten nach oben. Aber erst einmal kombinieren wir den mit der Metallschatulle. Habe ich was falsch gedrückt? Ah, ich hätte kombinieren drücken müssen, nicht benutzen. Sicherung. Vier Sicherungen. Sie waren in einer alten Metallkiste. 10 Ampere, 15 Ampere, 20, 25. Das heißt, wir können den Sicherungskasten betätigen. Aber das bringt uns, glaube ich, noch nichts. Die würden höchstens rausfliegen, solange wir das Kabel in der Küche noch nicht geflickt haben. Also gehen wir erstmal nach oben. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier fehlt ein Gemälde. Sie haben einzige Gemälde abgehängt. Im Umriss an der Wand nach glaube ich, dass es vor nicht allzu langer Zeit abgenommen wurde. Ein Porträt aus dem Jahre 1634. Ich bin weder mit dem Künstler noch mit dem Motiv vertraut. 1634, das heißt 3-4. Die Kombination. Die Straßen sind so ruhig. Da gehen wir noch nicht rein. Was haben wir hier? Schwarz-Weiß-Foto. Ein Bild von Hashas Frau Catherine mit ihren Kindern Julia und Saul. Das ist ein ziemlich gruseliges Foto. Schau dir dieses Foto nicht an. Alter! Fuck you! Warum kann ich nicht einmal hören, wenn da was steht? The Golden Bonfire von Hascha. Sieht nach einem spannenden Buch aus. Alter, hätte ich nicht einmal hören können. Okay, da ist was Dunkles an der Tür. Das... Lass mir schön in Ruhe. Figuren und Masken aus fernen Ländern. Wenn ich so viel Zeit hätte wie früher, würde ich verreisen. Mal sehen, ob ich Amelia oder Bernard überzeugen kann. Ach du Kacke, hier geht's noch weiter. Da auch, da auch. Oh, ist das hier verwinkelt. Da scheint es ruhig zu sein. Warum habe ich mir jetzt dieses Scheißfoto angeguckt? Da ist auch ruhig. Da unten rannte doch jetzt gerade jemand lang, oder? Hier jetzt runter? Gehen wir hier runter oder erstmal hier oben die Türen? Da ist das Arbeitszimmer. Wir gehen erstmal ins Arbeitszimmer. Schön auf dem Teppich bleiben.
dämmt unsere Schritte. Wer zum Fick hängt sich solche Masken an die Wand? Was haben wir da? Eine Fernbedienung. Eine normale Fernbedienung fürs Garagentor. Die Tasten sehen ziemlich abgenutzt aus. Etwas abgenutzt aus. 040 11 993. Also vielleicht ist das ja eine deutsche Telefonnummer, dann können wir da mal anrufen. Ein schöner Sessel umgeben von Büchern. Ich würde mich gerne hinsetzen und ein paar davon durchblättern. Oh, so, bei so einem Sessel würde ich es auch gerne machen. Also mich hinsetzen und was lesen. Merke dir diesen Tisch, wenn du einen Ort zum Verstecken brauchst. Eine impressionistische Landschaft von 1905, eindringlich, eine der schönsten, die ich je im Haus gesehen habe. Nachschlagewerke aller Art, Medizin, Physik, Psychologie, es gibt einige über Kunst, die ich auch habe. Enzyklopädien, Wörterbücher, eine umfangreiche Sammlung von Nachschlagewerken. Und sonst? Überwiegend afrikanische Masken. Einige stammen aus Indien, allerdings kenne ich mich damit nicht genug aus. Alter, das ist gruselig. Können wir hier an der Tür horchen? Nein. Gehen wir da nicht rein?